So, währenddessen habe ich gerade eine Menge Zergs verloren. Eine Menge Linge. Ist aber nicht schlimm. Denn ich bekomme jedes Mal neue. Und jetzt haben sie verstärkten Angriff. So, Bunkerwash machen wir ein bisschen anders. Nämlich so. Es endet hier. Der Schwarm schläft nie. Was jetzt? Mal Kaserne vernichten, man kann ja nie sicher genug sein, was es hier angeht. Raus damit. So, jetzt habe ich ein kleines Problemchen. Jetzt kommt nämlich der Kreuzer hier auf mich zu. Wie ich rausgefunden habe, muss ich ein bisschen beiseite gehen. Das heißt, ich muss den erstmal passieren lassen, bevor ich mir das holen kann. Ja. Du hast meine Oder ich gehe währenddessen schon mal nach oben. Könnte man auch machen. Hier ist dann der nächste, den ich holen muss. Das ist ja dann Nummer 5 und Nummer 6. Mal gucken, wo der Nummer 7 ist. Evo-Kammer arbeitet, das ist gut. Oh, schon so viele. Na, mach mal hinne. Und das sind eine Menge Space Marines. Können wir Westling hinschicken? Westling-Nest habe ich keins. Wieso habe ich kein Westling-Nest? Schweinerei, ich habe kein Westling-Nest. Na, da halt doch mit einer Menge Linge. Klappt ja auch so gut. So, da ist noch nichts. Das ist soweit gut. So, der Kreuzer entfernt sich langsam. Nichts stellt sich mir in den Weg. Können wir ja schon mal hier reinplatzen. Los jetzt. Oh, die habe ich gerade nicht gesehen. So, den hätten wir. Schau ich, wie viele Kreuze die insgesamt haben. Verdammt! Dafür werden sie bezahlen, Kerrigan. Bist du auch dämlich? Schick sie jetzt mal ein Kreuzer hin, was. Einen weiteren Kreuzer in den Kampf. Ich mir in den Weg. Wollte gerade sagen, du bist ja total dämlich. Setz jedes Mal einen neuen Kreuzer ein und wunderst dich, warum sie alle sterben. Ach, wie niedlich. Ey, will der abhauen. Oder die. Diese Welt gehört mir. So, gehen wir kurz hier oben hin. Weil hier ist das Terranetz ganz in der Nähe. Terranetzwerk, sagte ich gerade. Machen wir zwei Overlords. Du hast meine Aufmerksamkeit. Wo kommen die denn her? Von da unten. Raus damit. Weiter vorrücken. Ja, der Panzer musste so sterben. Wer hat dich gefragt? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Los jetzt. Wir haben nicht viel Zeit. Weiter vorrücken. Hm.
Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Okay. Der Schwarm schläft nie. Um es vorsichtig zu sagen, schwer ist es nicht. Allerdings frage ich mich, wo diese Evo-Stränge sind. Los jetzt. Aber bisher habe ich noch keinen wirklichen gesehen. Oh, 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 zwei. Ah, da ist einer. Zwei Bunker, okay. Wie doof seid ihr denn? Wir haben nicht viel Zeit. Lasst uns das hinter uns bringen. Der Schwarm schläft nie. Komm, kämpf mit mir. Weiter vorrücken. Okay, 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 ich hab verstanden. Keiner darf überleben. Hm, schafft ihr das so? Schafft sie so? Wir haben nicht viel Zeit. Mutation abgeschlossen. Sehr gut. Und nochmal eine mutiert. Kevin in Stufe 10. Ha. Verwarte schon ein bisschen. Der Schwarm ist hungrig. So, einen kann ich noch finden. Die Frage ist, wo ist denn der? Vielleicht da unten. Weil ich hier den ersten schon gefunden habe. Ich glaube nicht, dass da noch einer ist. Mach mir mal einen Gefallen, gib mal suchen. Weil ich würde gerne die Bonusziele alle erfüllen. Weil ich denke, Macht für Kerrigan kann man nie genug haben. Das ist eine Basis. Erklärt zumindest, warum sie mich von da aus angreifen können. Aliens, Belagerungspanzer. Hm. Der Schwarm ist hungrig. Der Gorgonenkreuzer hat den Schwarm. Was? Den Schwarm greift er bestimmt nicht an, weil er jetzt abgeschossen wird. Schickt eine Einsatztruppe zu dem Terrornest, bevor die Zerke es aktivieren! Endlich denkt er! Ein Gorgonenkreuzer weniger. Weiter so. Erweckt mehr Terrornester. Ich habe diesen Planeten im Namen der Terranischen Liga erobert. Ich werde ihn nicht verlieren. Doch. Oh, das glaube ich schon. Das ist dein letzter Gorgonenkreuzer, oder? Das ist sein letzter. Hat aber nicht so gerade viel davon gehabt. Zumindest hat er jetzt mehr Truppen hier hingeschickt, weil er nicht mal begriffen hat, worum es hier geht. Nur gut. Das heißt, schnell Kriechertumore bauen. Schnell die kurze Passage überqueren, wo der Kreuzer hier rüber fliegt. Ja. Und schauen, dass ich diese Welt irgendwie hinne mache. Wer hat dich gefragt? Was ist das denn? Was war das denn? Der hat ein bisschen etwas von Alarmschiffe 3, den komischen Walker gehabt, der Japaner. Falls sich irgendwer an ihn erinnert oder gespielt hat. Ich habe jetzt gerade den Namen vergessen. Der sah total seltsam aus. Raus damit. Lasst uns das hinter uns bringen. Ah, das war jetzt die sogenannte Einsatzgruppe, die das Ding erobern soll. Aber ich verstehe. Nicht, weil das soll irgendwie lächerlich. Los jetzt. Na gut, dann warten wir ein bisschen. Haben wir so gesehen schon gewonnen. Vorausgesetzt, es war's das jetzt mit dem Kreuz abschießen. Der Schwarm ist hungrig. Aha. Ein kleiner Bunker. Zwei kleine Bunker. Drei kleine Bunker sogar. Nichts stellt sich. Raus damit. Ich weiß nicht. Nach dem Kreuzerende oder ist es irgendwie hier in die Basis eindringen als vernichten noch? Wäre auch nicht schlecht. Hätte ich zumindest noch Zeit, mir noch was zu holen. Oh, ich weiß nicht, ob er das erreicht. Machen wir es mal so.
Aber ich denke mal, dass das der letzte Ding da ist. Ja, ich weiß, dass er da ist. Und schwupp. Auf Wiedersehen. Wir sind dem Feind im Kampf begegnet. Ich höre. Rückzug! An alle Streitkräfte der Liga im Knochengraben! Zurückziehen! Wir haben die Kontrolle verloren! So schnell haust du schon ab? Warfield hier! Ich weiß, dass Sie mich hören können. Ich habe eine Nachricht für Sie. Bringen Sie alles mit, was Sie haben. Kommen Sie mit Ihrem gesamten Schwarm. Ich will nicht noch Nachzügler jagen müssen, wenn wir Ihre Hauptstreitmacht vernichtet haben. Wir sehen uns auf dem Plateau der Verwegenen, alter Mann. Oh, haben beides geschafft. Weniger als 5 Einheiten Gogunkreuze, ja, ist ja nicht so schwer. Haben aber nur 2 von den 3 Machtpunkten geholt, weil wir den letzten nicht gefunden haben. Schade. Aber okay, wir haben noch ein bisschen Zeit, vielleicht schaffen wir diese dritte Mission. Dürfte die letzte sein auf Char, zumindest scheint es so. Mal sehen, ist das jetzt der dritte, ist das der zweite Part? Puh, ich weiß es gar nicht mehr. Fuck, ich weiß es echt nicht mehr. Zweite oder dritte Part? Ich meine nämlich, dass es erst der zweite ist, ne? Wie schnell vergeht die Zeit eigentlich? Dass ich das echt nicht mehr weiß. Oder hatte ich währenddessen schon mal auf Pause gemacht und ist es nicht eingefallen? Ich spüre den Hass meiner Königin. Er brennt wie ein Stern. Doch darunter verbirgt sich etwas, das ich nicht verstehe. Das ist Schmerz, Isha. Manchmal kann mich nicht einmal mein Hass vor Erinnerungen schützen. An einen Feind, der dich verletzte? Nein. Erinnerungen an bessere Zeiten. An einen Freund, der jetzt verloren ist. Wer das ist, muss ich wohl nicht sagen. Du bist stärker geworden, meine Königin. Neue Fähigkeiten sind jetzt in deiner Kammer verfügbar. I know it. Die Festung ist fast uneinnehmbar. Es gibt nur einen Zugang am Boden und... Egal. Wir sind der Schwarm. Wir können Tausende für jeden einzelnen von ihnen opfern. Deine Strategie gegen die Terraner war seltsam, aber ich verstehe sie nun. Abathurs Änderungen tragen Früchte. Erinnerst du dich daran, was ich dir auf dem Schlachtfeld erzählt habe? Weitblick? Ist das so etwas wie Verschlagenheit? Nein. Hinterhältigkeit? Abathur, geh zu ihm. Seine Eingriffe sind schmerzhaft. Seine Eingriffe werden dich Weitsicht begreifen lassen. Dann gehe ich. Hoffentlich wird er nicht nochmal abtrünnig. Also Weitsicht heißt ja in dem Sinne, den Feind kennen, seine Schwächen analysieren und das ausnutzen ungefähr. Beziehungsweise alles einberechnen. Isha, als die Königin der Klingen, als ich den Schwarm hier auf Char kommandiert habe, wie war ich da? Du warst mächtig. Du hast uns listig und stark gemacht. Wir wussten, dass wir unter dir für immer überleben würden. Und jetzt? Vieles liegt im Unklaren. Aber der Schwarm wird seinen Kampf fortführen. Solltest du sterben, so folgen wir einem anderen Anführer. Ihr folgt nur mir. Und sterbe ich, so werdet ihr mir in den Tod folgen. Merkt ihr das? Treue bis in den Tod? Gab's auch mal in Deutschland. Neue Entdeckung. Große Verbesserung für Zergling-Sequenzen. Was für eine Verbesserung? Antwortkomplex. Dann Evolution von entwickeltem Zergling spalten. 2 neue Stränge bilden. Dann füge sie dem Schwarm hinzu, Abathur. Stränge schließen einander aus. Gleiche Sequenzen benötigt. Muss für einen entscheiden. Anderen verwerfen. Gut, mach ein paar von beiden. Ich will sie in Aktion sehen.
Entwerfe Tests für beide. Verfügbar in Evolutionsgrube. Okay. Was ist das für ein Geräusch? Fehlgeschlagene Experimente. Umwandlung in Biomasse. Langsamer Prozess. Beende wenigstens zuerst ihr Leiden. Verschwendete Mühe. Kreaturen sterben bald. Schmerz irrelevant. Wenn du solche Sachen sagst, Abatur, erinnere ich mich fast an dich und ich werde böse. Wut, Produkt von Adrenalin. Stressreaktion. Direkte Bedrohung. Keine Bedrohung für dich. Keine Wut. Das werde ich selbst beurteilen. So herzlos der auch ist, der ist ziemlich klar bei der Sache. Evolutionsmission. Zergling-Gattung bereit für Anpassung. Einzigartige Essenz auf Planet der Liga entdeckt. Essenz einsammeln. Zergling anpassen. Außenposten der Liga zerstören. Ah, okay. Das sind diese komischen Missionen. Könnten wir einen von den beiden ganz neuen Zergs holen? Mhm. Ich glaube, das können wir auch ein bisschen vor uns hinschieben, weil ich gerne erst Warfield. Eine neue Fähigkeitsstufe ist erwacht. Wenn du eine deiner neuen Fähigkeiten verwenden willst, musst du sie auswählen oder sie wird nicht aktiviert. Einen von den beiden kann ich also wählen, okay. Zerg-Wiedergeburt. Getötete Zerglinge werden in ihrer Hauptbrutstätte kostenlos neu erschaffen. Schafft alle 30 Sekunden bis zur nächsten Zerglinge. Ah, okay, das ist interessant. Overlords werden augenblicklich erschaffen und gewähren 50% mehr Versorgung. Auch sehr nett. Vor allem für Überraschungsangriffe sehr wichtig. Wobei ich gerade frage, sind das passive Fähigkeiten oder muss ich die aktiv nutzen? Was steht drauf passiv, also gelten die so. 50% mehr Versorgung ist geil, aber das ist auch nett. Vor allem in den ersten Missionen. Wobei ich glaube, ich kann dazwischen wählen, ne? Insofern lasse ich erstmal die Zergling-Wiedergeburt. Okay. So, ich hoffe. Na, wobei. Machen wir jetzt Warfield kaputt? Weil ich weiß nicht, ob wir jetzt diese Evolutionsmission jederzeit machen können. Oder ob es nur jetzt der Fall ist. Wisst ihr was? Ich tu mal zwischenspeichern. Überspeichern, genau. Wir machen erstmal Warfield kaputt. Um zu herrschen, müssen wir die terranische Festung zerstören. Sie werden uns mit aller Macht bekämpfen. Es bedarf nur deines Befehls, meine Königin. Genau, Warfields Festung vernichten. Das machen wir jetzt, weil ich gerne die Zwischensequenz sehen wollen, was mit Warfield passiert. Und danach machen wir die Evolutionsmission für die Zerglinge und danach auch für die Bärslinge. Habe ich gerade so spontan entschieden. Und sollte das jetzt mehr als ein Part einnehmen, weil das ist gerade der dritte, den ich mache, dann mache ich halt noch einen fünften. Ich würde gerne wissen, was mit dem Warfield passiert. Aber abnippelt, was ich ja vermute. Oder eben, ob er sich irgendwie noch rettet, abhaut, Char uns überlässt und dann gehängt wird wegen Hochverrats, weil er zu schwach ist. Keine Ahnung, wir werden sehen. Diese Evolutionsmission werde ich auf jeden Fall machen, denn davon habe ich auch ein bisschen gehört, was man damit machen kann. Man kann die kompletten Eigenschaften der Zerg ändern. Dass sie zum Beispiel generell mehr HP haben, dass sie generell schneller sind oder so ist eine Art. Mehr Schaden machen. Das werden wir uns dann nach dieser Mission mal anschauen. Aber zuerst muss Warfield dran glauben. Bin mal gespannt, wie groß seine Festung verteidigt ist, wenn sie schon sagt, sie ist nahezu uneinnehmbar. Und nur ein Zugang. Hört sich ja verlustreich an, habe ich mir beim Knochengraben auch gedacht, aber irgendwie war es doch nicht so verlustreich. Na, wobei, haben wir schon eine Menge Zerglinge liegen lassen. Ah, was soll's. Haben wir genug davon.
Festung erreicht. Sie haben sich verschanzt und erwarten uns. Dies ist nicht der Zeitpunkt für Raffinesse. Wir werden sie jagen, wo immer sie sind, und sie überwältigen. Ups, ging ins Mikro gekommen, Entschuldigung. Bereitet einen Nuklearangriff vor! Ich will, dass von diesen Käfern nur noch verkohlte Kadaver übrig bleiben! General Warfield aktiviert sein nukleares Arsenal! Wir müssen uns beeilen. Zagara, erschaffe einen Schwarmcluster. In der Zwischenzeit leite ich diese Welle und verursache so viel Schaden, wie ich nur kann. Dum 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 dum. Nächsten Part.